Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Half-Life. So, eine kleine Pause Alles klar. Hilft jetzt hoffentlich beim Durchkommen von diesem blöden, dusseligen Viech. So, nimm mal deine Granate in die Hand. Ja, geh doch mal weg einfach. Geh doch mal einfach auf Seite, du komischer Typ da. Würde mir, glaube ich, schon so ein bisschen helfen. Na, geh doch mal runter. So. Ist es weg? Also ich verstehe das Prinzip noch nicht so hundertprozentig von dem komischen Tier. Oder was das auch immer sein soll. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, dass man hier immer die Granaten hinwirft. Aber ich habe halt das Gefühl, wenn man es macht, dann verzieht es sich für einen Moment und dann kann man hier durch. Ah, seht ihr mal. Waffe Nummer... Genau, hier. Okay. Das ist ja jetzt immer noch am Leben offenbar. Aber naja, vielleicht... kann das eine jetzt nicht mehr so viel anhaben. Hm. So, ich duck mich mal wieder. Oh je, okay. Wie kommen wir da jetzt rüber? Einfach rüberspringen? Oder ist da irgendwas drinne? Bewegt es sich? Lebt das noch? Wir probieren mal einfach... Oh, jetzt ist es wieder böse. Sieht es uns? Ich würde... Oh, nee. Vielleicht hätten wir eine Etage weiter hoch irgendwas holen müssen. Ich weiß es nicht. Kann man das Viech überhaupt kaputt machen? Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen jetzt einfach mal hier rüber zu springen. Okay, es hat geklappt. Wunderbar. Ich sollte nicht immer so viel nachdenken, sondern einfach mal machen. Wow. Ach nee, ey. Einfach mal ein bisschen schneller sein. Nein! Das ging ja mal voll daneben. Bitte nicht schon wieder an dem Viech vorbei. Ach, danke. Okay, wir gehen einfach weiter. Hallo! Mann! So, geht kaputt. Müssen wir jetzt hier rein? Ah, ich hätte gerne mal wieder was zum Aufladen. So, man muss ja immer damit rechnen, dass da... Ja, ganz genau. Wer weiß, was hinter der Tür wartet. Kommt das jetzt her? Kommt das her? Lass uns nochmal rumschießen. Ih, wie der Schleim da an der Wand klebt. War das jetzt von dem... Von dem da? Ih. Okay. Kennt ihr diese Glibberdinger, die man so an die Wand klatschen kann? Die gab es früher mal so in den 90ern oder sowas. Ja, kann ich mich hinter den Fässern hier verstecken, verkriechen, verkrümeln? Ach, guck mal, der hat Angst. Der haut ab. Ne, ich glaube, der hat keine Angst, ne? Platzt du jetzt? Ja, mein Gott. Und schon wieder habe ich nicht auf meine Munition geachtet. Das gibt's nicht. Das, Mann, das ärgert mich immer. So, rechts, links, oben, unten gucken. Okay, da kommen wieder so Platztiere. Ach, ihr seid viel zu weit weg. So, eins... Na, komm schon. Hallo? Zwei? Drei. Gut, okay. Das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Oh, hier haben wir irgendwelche Anzeigen, die wir leider nicht wirklich entziffern können. Und das ist hoffentlich stinknormales Wasser. Und ausnahmsweise mal nicht etwas, was uns irgendwie großartig Schaden zufügen kann. Wobei, wer weiß, wenn hier irgendwo noch Elektrik ist, dann... Ja, ne, wissen wir ja schon, Wasser und Elektrik ist nicht so prall da hinten... Schnupst wieder einer am Kollegen rum. So, es ist ihm aber auch total egal, dass wir daneben stehen und den abballern. Oh, was zum Aufladen, was zum Aufladen. Sehr gut. Mehr. Ach, verdammt. Okay, kann man die Kisten hier irgendwie bewegen? Ja, das ist ja schon mal sehr gut. Vielleicht brauchen wir sie. So, hier haben wir wieder so komische Viecher. Aber hier haben wir auch eine Konsole. Sollen wir da mal draufdrücken? Piep, piep. Okay, was tut sich jetzt hier? Lichter gehen an? Müssen wir hier irgendwas mit diesen Teilen machen? Ach, da ist ein Aufzug gekommen. Ach so, meine Güte. Ja, manchmal bin ich ein bisschen ungeduldig. So, dann drücken wir mal auf den Knopf. Okay, und es geht bergab. Ach,
ja, bergab, bergauf. Das Spiel bietet wirklich sehr viele... Oh. 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 Das Spiel bietet sehr viele kuriose Momente. Bitte, bitte. Okay, da ist eine Leiter. Ist da jetzt irgendein Tier? Oh, ah. Oh nein! Raus, raus, raus! Oh. Nee, das gibt's doch gar nicht. Okay, wo müssen wir hin? Und wir kriegen immer noch Schaden. Müssen wir hier hoch? Nein, spring da hoch. Oh. Danke, danke. Okay, haben wir jetzt hier so ein Dot? So ein Damage over time? Okay, er ist weg auf jeden Fall. Hey, du. Ich hoffe, dass niemand erwartet, dass ich den Generator starte. Smithers ist runtergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Okay, magst du mitkommen? Also bitte erlauben Sie mir, mich um diese Wunde zu kümmern. Ja, ja, bitte. Ja, ja. Danke, cool. Ich halte sie auf, nicht wahr? Du hältst mich nicht auf. Du kannst gerne mitkommen, wenn du möchtest. Ja. Hm, willst du nicht? Weiter gehe ich nicht. Okay, wir laden mal eben nach. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas geben könnte. Ja, das hätte vermutlich keiner gedacht. Okay, also irgendeiner ist runtergegangen, wollte irgendeinen Generator anschmeißen und ja, kam halt nicht wieder. Dumm gelaufen. Liegt das eigentlich daran, dass die manchmal sterben, je nachdem, wo man die trifft? Also muss man die manchmal nur einmal treffen, wenn man denen irgendwie den Schädel wegpustet oder... Wenn ich die jetzt nur am Arm treffe, kriegen die nicht so viel Schaden. Weiß das jemand von euch? Das wäre mal nett zu wissen. Okay, drauf auf das Teil und B. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich drück mal weiter B. Was passiert jetzt? Was passiert? Was passiert? Okay, wir werden einfach nur von A nach B. Kann das sein? Ja, jetzt geht das Ding hier hin. Okay, ah, und hier haben wir eine Leiter. Alles klar. Sehr gut. Dann geht's... Hey, kannst du mal stehen bleiben? Hä? Okay, warte mal. Gerade gucken, was hier noch so alles abgeht. Können wir hier hoch? Hä? Was war denn das? Wurden wir von dem Ding da oben erwischt? Oder... Naja, gut, okay. Dumm gelaufen. Kann das sein, dass das da irgendwie ein bisschen spinnt, dieses Ding? So, einmal hier hoch. Wow, das werden wir jetzt schon fast, jetzt werden wir fast schon wieder erwischt worden. So, schnell hier hoch. Anscheinend. Und dann dahin. Hallo? Hoch. Und hepp. Okay, ist hier irgendwas zum Drücken? Okay, rot, Alarm, Alarm oder was? Oh. Okay, da kommt irgendwas raus. Oder da geht irgendwas rein vielmehr. Was genau passiert jetzt? Da unten das Ding, das fliegt immer noch hin und her. Müssen wir uns da vielleicht schnell draufstellen oder so? Wo ist es? Sollen wir das mal probieren und dann da fix rüberfahren? Oh, nimm uns mit. Mist. Okay, noch ein Versuch. Aber da können wir ja nicht einfach aussteigen. Wir können auch einfach hinlaufen, aber ich glaube... Ach, hier hält das Ding an. Okay, nimmst du uns mit? Okay, einmal aussteigen. Aufpassen, dass uns das nicht hier kaputt macht. So, und dann hier hoch vielleicht? Ah, hier haben wir noch einen Knopf. Okay. Hopp, hallo, du da oben. Ich komme und helfe dir vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige tue. So, ich stelle mich wieder auf die Leiter. Jetzt kommen da wieder so Dinger raus. Alles klar. Huh. Das ist ja ganz schön spannend. Ich frage mich... Oh, okay. Licht. Licht ist immer gut. Da passiert noch mehr. Da passiert noch viel mehr. Oh, oh. Das kennen wir ja schon vom Anfang. Vielleicht solltest du da oben runtergehen. Okay, mal gerade gucken, wo das Teil hier ist, dass uns das nicht wieder irgendwie mitnimmt. Müssen wir noch irgendwo hin? Also wir waren auf der gegenüberliegenden Seite. Ne, wo waren wir denn? Wir waren da oben. Und wir waren hier oben. Und ansonsten haben wir nur noch eine Leiter nach unten. Es gibt keine Leiter mehr nach oben. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Dann gehen wir da auch die Leiter wieder runter.
Ja, oder fallen einfach runter. So, dann fahren wir wieder zurück mit dem Ding. Na, bitte nicht wieder festhängen, das wäre nicht so schön. Fahr mal zurück. So, und dann gehen wir wieder hier hoch. Haben wir jetzt irgendwas gemacht, irgendwas getan? Naja, kriegen wir halt Schaden, so. Ausgezeichnet. Ja? Jemand hat die Energie wieder voll hergestellt. Okay. Kriegen wir die Maschine in 0, nicht wieder ans Laufen. Okay. Sehr gut. Müssen wir noch irgendwas tun? Wie interessant. Schauen Sie sich das bloß mal an. Ja, was denn? Was soll ich mir denn anschauen? Na gut. Was ist denn das? Sie würden sich das wahrscheinlich nicht nochmal anders überlegen. Ich weiß nicht. Ach so, dass du mitkommst, ja, doch. Also dann los. Komm ruhig mit. Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Ich möchte nur gerade mal gucken, was jetzt hier passiert ist. Irgendwie. Ich verstehe gerade nicht, wo wir hin müssen, ihr Lieben. Das ist mir gerade ein kleines Rätsel. Schon gut. Sie werden nicht einmal merken, dass ich hier bin. Ja, ja, ja. Okay, was haben wir denn hier? Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiter zu gehen. Warum? Erst sagst du, du willst mit und dann irgendwie doch nicht. Können wir hier noch was machen? Tut sich nichts. Manchmal stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Oh, jetzt renne ich zum 10. Mal hier durch dieses Zeug. Okay, was ist hier bitte passiert und wo müssen wir hin? Dieses Ding haben wir eingeschaltet. Das war ja anscheinend richtig. Oder müssen wir da irgendwo rein? Komm, wir fahren nochmal da rum. Wir haben ja sonst nichts zu tun. So, dann geht's jetzt hier hoch. Zack, einmal da hoch. Müssen wir da irgendwie rein? Ist da irgendwas Dolles? So, jetzt warte ich mal wieder gerade ab, bis das Ding hier rumgefahren ist. So. Zack. Ah, nein. Ach, verdammt. Das gibt's doch nicht. Aber das Teil haben wir trotzdem aktiviert, oder? Das müssen wir doch jetzt nicht nochmal machen, oder? Nee, das ist aktiviert. Okay, ich probiere es noch einmal. Jetzt fahren wir nochmal da rum. Ich mag immer so ungern bei Spielen in Lösungen oder so nachgucken. Aber wenn es halt nicht anders geht. Dann fahren wir nochmal um die Ecke. Gehen nochmal da ganz hoch. So, und jetzt hopp. So. Dann hier hoch. Und dann da hoch. Ah nein, jetzt kriegen wir Schaden. Achso, das ist natürlich... natürlich kriegen wir Schaden. So. Wir können auch nicht hier irgendwie rein in diesen Gang. Geht auch nicht. Gehen wir schnell runter, bevor das Ding wiederkommt. So. Es ist natürlich alles ein bisschen tricky hier für mich. Aber da ist doch irgendwas. Irgendwas ist doch da. Aber wie kommt man da hin? Wenn da überall Strom ist. Nee, da kommen wir auch nicht dran, aber da ist ja auch jemand. Kann der da nicht mal irgendwie irgendwo draufdrücken, damit irgendwas passiert? Und das Ding hier, das fährt uns nur einmal hier rum. Das taugt also auch nichts. Und da die Leiter, die führt uns wieder nach unten. Da müssen wir irgendwie irgendeinen Weg wieder zurückgehen, um dann... Hat er irgendwas? Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. So, dann fahren wir mal mit dem Ding wieder zurück. Hier geht ja auch kein Leiter irgendwie weiter nach unten, aber da unten will ja auch keiner hin. Ne, in dieses komische Glibbelding. Aber wir können auch nicht zurück, weil der Aufzug ist doch hier verschütt gegangen. Der ist doch kaputt. Ja, gut. Müssen wir einfach abwarten, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Hier passiert ja auch nichts. Hier war doch der Aufzug und der ist doch kaputt. Hier sehe ich auch keine Leiter. Doch, da ist eine Leiter. Okay, geh mal hin da. Da ist eine Leiter. Die habe ich gerade irgendwie übersehen. Dann gehen wir mal hier hoch. Vielleicht hilft das irgendwas. Das Spiel hat übrigens viel, viel mehr solche Rätselelemente, als ich vermutet habe. Ja, und was habe ich jetzt davon, wenn ich hier oben bin? Ich falle wieder runter, das habe ich davon. Hoppala, hoppala, hoppala. Nein, ach Mann, du doofer Typ. Da ist irgendwas. Wie komme ich denn da hin? Bin ich jetzt da hoch? Ja, nein, nein, nein. Leiter, Leiter, Leiter. Hopp, Manu. Oh Mann. Jetzt bin ich hier. Irgendwie hingekommen. Aber nein, 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 nein. Ach Mann. Hilft uns das jetzt wirklich was? Wo müssten wir denn hin? Müssen wir wieder hier irgendwie zurück? Ist das Vieh... Oh nee. Können wir das Ding hier bewegen? Nee, offenbar nicht. Springen jetzt einfach hier durch und kriegen natürlich so viel Schaden, dass wir sterben. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal wieder eine Aufnahmepause. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.